Hier wohnt sie also, die deutsch-schwedische Partie. Nina und Nathalie empfangen mich sogar im Weltmeistertrikot. Ich bin überrascht, doch die Schwestern klären mich direkt auf. Klar, wir haben das Deutschland-Trikot heute an, aber nur, weil wir kein Schweden-Trikot hatten. Deswegen muss heute die Schweden-Flagge hingemalt werden. Ach so, sonst würdet ihr euch fürs Schweden-Trikot entscheiden. Wir sind gespalten, würde ich sagen. Ja, das ist einfach schwierig, wenn man zu zwei Kulturen gehört. Die beiden sind zweisprachig hier in Bernhausen im Kreis Esslingen aufgewachsen. Ihre Mama ist Schwedin, der Papa Deutscher. Kulinarisch kennen sich die Studentinnen sowohl in der schwäbischen als auch in der schwedischen Küche aus. Heute muss es schwedisch sein. Schließlich wollen wir unseren Gegner schon mal kennenlernen. Los geht's mit der ersten Halbzeit. Yeah. Nennt sich Toast Skagen oder Skagenröra, kann man auch sagen. Das ist sehr typisch schwedisch und wird eigentlich bei jedem Dinner, wenn man irgendwie Freunde einlädt oder auf ein Dinner eingeladen ist, serviert. Ist super lecker. Das kann ich nur bestätigen. Auf dem Esstisch kommen sich Deutschland und Schweden sehr nah. Vor allem die roten Pferde stechen heraus. Das nennt sich Dalahäst auf Schwedisch. Und es kommt aus einer Region in Schweden, in Mittelschweden. Dalarna heißt dieses Gebiet. Und es ist halt sehr typisch für diese Region. Hat eigentlich auch jeder schwedische Haushalt, würde ich sagen. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Ungsbakad lax med färska potatis och Fisksauce. Ja. Übersetzt ist das im Ofen zubereiteter Lachs mit frischen Kartoffeln und einer Fischsoße. Typisch schwedisch ist halt der Fisch. Also generell wird sehr viel Fisch gegessen. Und ich glaube die Soße, ich glaube man würde jetzt vielleicht nicht so diese Art Soße vielleicht hier essen. Die besteht aus Weißwein, Fischbrühe und Creme Fraiche. Ein kleiner Tipp, das Creme Fraiche erst kurz vor dem Servieren dazugeben. Wenn es ums Thema Aussehen geht, scheint die deutsche Nationalelf bei den Schwestern deutlich vorne zu liegen. Ich bin eher so der Mats Hummels-Fan. Ja. Mats Hummels, sehr nice. Doch beim Essen holt Schweden wieder auf. Ich persönlich habe schon lange nicht mehr so gut Fisch gegessen. Ich finde halt schon irgendwie, dass das deutsche Team eigentlich besser ist. Und denen gönne ich es dann irgendwie auch mehr, muss ich sagen. Und trotzdem schlägt das Herz der Schwestern für beide Mannschaften. In der Nachspielzeit darf es dann noch eine schwedische Daimtorte sein. Und weil wir heute so gut bekocht wurden, gibt's von meinem Kollegen Christoph Dierking noch eine kleine Überraschung. Hejsan, wir älskar Sverige och vi älskar den svenska matten. Men ursäkta, det är Tyskland, det är vi som kommer vinna fotbollmatchen på lördag. Nej, det tror vi faktiskt inte. Kanske har Tyskland en chans mot Sverige. Men det kan hända att Sverige också vinner. Man vet inte. Kämpa på. Wir haben gerade eine Antwort darauf gegeben, auf die Aussage, dass Deutschland am Samstag das Spiel gewinnen soll. Genau. Wir sind uns da nicht ganz so sicher. Vielleicht gewinnt auch Schweden. Ja, wir sind uns da nicht ganz so einig, weil wir ja eigentlich für beide sind. Wir drücken die Daumen.